Und willkommen zurück zu Return of Tumoria, Return of Moria, ja? Merkt, ich bin noch nicht wach. Hab dabei die Targaryen, damit ich einen Blödsinn baue. Hallo, Andreen. Hallo. Dann die Lumi, Hallöchen. Hallo. Und den Bardin, hi. Hi, und natürlich den Gabriel alias, oh Gott, Garin. Oh, jetzt Oh, haben wir es aber oh, alle hier. oh. Oh Jetzt Gott. Nee, 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 wird's. nur ihr beiden zieht uns da nicht mit rein. Ja, Das ja. was, das muss, ja, das Na ja, ist. gut, wir haben auch noch Ja. nicht so viel gesagt. Sag mal, kann das sein, seit wir den Trinkschlauch haben, dass an unserem Rucksack auch so ein kleines Trinkfass ist? War das vorher schon da? Das war vorher schon da. Och, schade. Das wäre cool. Also bin ich, glaube ich, ziemlich sicher. Stimmt, Probier das es war aus. vorher noch nicht da. Das ist mir Probier vorher es noch mal nicht aus. aufgefallen. Ich Das leg's mal ist ab. Ich leg's mal ab. der Bin ruhig. Trinkschlauch. Leg meinen mal ab. Dass ihr nicht einfach glauben könnt. Ja, guck mal bitte. Ja, ich sehe es doch noch. Hängt immer Es ist noch. auch da. Ja. Das ist aber trotzdem der Trinkschlauch. Habt ihr keinen Sinn für Fantasie? Ja, Ja. Das Essen ist aber es übrigens wäre. fertig. Ach so, Essen? Ja. 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 Aber es wäre cool, wenn das halt, ja, sich, je mehr du hast, immer mehr Rucksack ran. Das wäre halt cool, aber ja, gut, okay. Wir haben ja auch keine Schlafmatte dabei. Also, nur auch wenn da eine ist, aber wir haben ja eigentlich keine dabei. Ja, okay. So, Aber ich ich mag, dass weiß. man die Fackel sieht. Das finde ich immer cool. Ja. Ich weiß, ich wollte noch was bauen. Ich lasse das euch bauen. Ich weiß nämlich gar nicht, wohin. Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade fragen, wo denn der Grill hin soll. Ja, eigentlich macht es ja Sinn drinnen, aber. Also kümmert ihr euch mal Was um. ist ein Grill? Wieso sind jetzt schon Mittag? Meine Fresse. Die Zeit vergeht. Dann macht doch mal den Grill fertig. Macht eure Spitzhacken. Ich gucke noch mal, ob der Hafer soweit ist. Weil drin haben wir nicht mehr wirklich viel Nee, ich Platz. glaube, Grill macht auch draußen. Dann wollen wir den einfach mitten auf den Platz stellen, wie so ein Barbecue-Happening hier so. Hier bei der Feuerstelle? Oder hier vorne. Oder hier vorne im Vorraum. Guck mal, hier ist ja gar nichts. Hier so mitten rein, hier so hin. Warte Und mal, dann ich will versammeln wir mal uns das gucken. nächste Mal mit Bier vielleicht hier. Mit Bier Mit Bier vielleicht hier. vielleicht hier. Ja, Ja. der war nicht So neben schlecht. der Treppe. Auch nicht schlecht. Ich habe Bisschen es am auch Holz, extra, aber. ich habe es extra weiter weg vom Holz genommen, gemacht. Oh, glasierte Neugierde, na? Fleischspieße. Finde ich gut. Die hören sich gut an. So, ich lasse euch aber auch nochmal alleine. Ich gehe auch nochmal runter und hole sparsamer Holz. Wenn wir jetzt eh Naja. sagen, Ja, schon Mittag. wir wollten Ja. eigentlich. Oder müssen wir Wollen es wir auf den was? nächsten Tag packen? Wie ihr wollt. Ich richte mich Na, nach wir euch. können ja noch mal runtergehen in die Tiefen und mal den anderen Weg gehen. Wir müssen ja nicht da, wo wir jetzt den langen Weg nehmen, sondern wir haben ja noch beim alten Orklager haben wir auch noch ein bisschen was zu reinigen. Da war ja auch noch was. Und hier unten ist natürlich kein Hafer mehr. Das ist zum Davonlaufen. Dann gehe ich schon mal vor. Ich Mach habe jetzt bei das. der Anbaufläche noch nicht geguckt. Ist denn da der Hafer eventuell schon fertig? Hatte ich jetzt nicht gesehen. Also ich habe auch nicht geguckt. Deswegen. Das heißt, keiner weiß, ob der Hafer schon fertig ist. Gerade nicht, nein. Bin Okay. da. Ich auch. Dann Domi? Ich Bist du frage mich, gekommen? warum hier zwei Kartensteine stehen. Das hat Ob das damals schon ein. öfter gewundert. Ich glaube, das ist einfach prozentual bla Prozedural. Weltdarstellung. Ich Genau. rede heute nicht mehr. Ich überlege gerade, warum es hier so dunkel ist, aber ja, Lumi ist nicht da. Wieso? Ich habe da auch die Lampe. Aber mehr Lampen ist mehr Licht. Ja, ihre Helmlampe macht halt was aus. So, wir warten mal auf Targaryen und dann geht's Naja, los. die Helmlampe ist eigentlich nur noch dekorativ. Okay, so, dann lasst uns doch mal. Wobei man schon sieht, dass um dich herum so ein wärmeres Licht auch ist noch. Ja, das stimmt. Wir machen Plattform hüpfen, weil man das als Zwerg so macht. Ist das jetzt ein Wir 3D-Plattformer? sind die Ja. Gummibären. Genau. So, ups, Wir ups. klopfen hier und da und über. All. Vorsichtig. Ja, das, ich hab. Bei unserem Taktgefühl, mal, ich mache mir keine Sorgen, dass das irgendein Algorithmus erkennt. Das Schlimme ist, ich kann diese Sätze nicht sagen, ohne zu singen. Es geht nicht. Aber, ne, geht mir ähnlich. Aber wir haben hier auch Wasser. Hier könnten wir auch versuchen, mal, ob man ein Feld anbauen kann. Aber da hier war das Problem, dass kein Tageslicht herrscht.
Ah. Brauchten die ja, Tageslicht? Aber beim Hafer, ich weiß nicht, ob nee, der bei Hafer den Moosbären. Die Moosbären. Aber die sind doch Moosbären, in dieser einen Region, ist es doch auch dunkel, wo sie im Wasser wachsen. Ich glaube, hier lang war das, oder? Ja. Brauchen sie denn Tageslicht? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, sie brauchen so Halbschatten. Also eigentlich müssten wir diese Halle ja auch mal von diesem Schrott befreien. Ja, aber es lohnt sich halt leider nicht. Dafür dauert das zu lange. Ich weiß. So, und trotzdem. Hier war noch was. Hä? Ja, wir waren alles falsch, ne? Wir waren noch nicht durchgegangen, oder? Nee, wir sind noch nicht komplett durch, ne, ne. Wir sind abends doch dann wie feige Hunde zurückgezogen. Naja, ich hatte hier meinen Spielabsturz, deshalb weiß ich das nicht so genau. Ah. Doch. Man hört sie auf jeden Fall noch. Das weißt du, weil du da noch dabei warst. Wir hatten hier bist du abgestürzt und dann ging es hier aber noch weiter. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ihr währenddessen gemacht habt. Also ob ihr euch das komplett angeguckt habt. Es hat ja eine Weile gedauert, bis ich wieder da war. Bardin, vorsichtig. Oh, das sieht nach der letzten... Schon einer. Ja, zu spät. Was macht er denn hier? Wer ist er denn? Junge. Er ist Kriegsherr. Er hat keinen Health-Balken, also braucht man da auch keinen Respekt zu haben. Aber der zieht sich zurück, ne? Der schickt seine Leute vor. Ja, deswegen, ich kümmere mich hier gerade mal um die Leute. Ja, ist auch noch ein Feigling. Ork halt, ja, wieso? Ah, die Autofokus. Ah, das ist so nervig manchmal, dass man dann irgendeinen Ork im Hintergrund angreift. Ja, deshalb kann ich euch gerade auch nicht mit Pfeil und Bogen helfen, es tut mir leid. Ich muss unbedingt meinen Trinkschlauch unten in meine Leiste packen. Haha. Mhm. Wieso treffe ich dir gerade nicht mehr? Hä? Oh oh. Ah. Okay. So. Ich habe ihn mal abgelenkt, Lumi. Ja, ich musste kurz was essen. 63, krasser Schlag. Oh, ja, es sind meine Schläge alle, aber leider habe ich jetzt ein bisschen sehr viel eingesteckt. Ich auch, meine Rüstung ist komplett weg. Ja, meine auch und ich bin halt leider konstant vergiftet. Blocken. Ja, mache ich, ja. Ich muss mir mal ganz kurz zurückziehen. Ja, das hier ist hinten ist noch einer. Es ist nicht ganz sicher. Okay, trinken dauert richtig lange. Ach du Schande. Hier sind ganz viele gerade. Ich komm mal zu Targaryen nochmal und ich helfe ihr. So. Ey. Ich versuch den Durchgang zu sichern. Ich muss mal kurz was essen. So, ich kann dir helfen. So. Ja, schön erstmal den Durchgang sichern, solange wir hier zu zweit sind. Okay. Immer mal nur so einen, genau. Ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Und dann gehe ich einmal rein. Obwohl ich Gegengiftpilz noch aktiv habe, bin ich trotzdem vergiftet? Was soll das denn? Was? Okay. Okay, aber das Gift geht schneller weg, genau, immerhin. Okay, der ist down. So. So, hab mal hier die Matte weggeprügelt. So, Big Boss. Ist down. Okay, das war einfacher als ich dachte am Ende. Es war noch ein fetter Schlag von mir und dann war er weg. Ja, ja, das mit dem Gift war heftig. Ja, das mit dem Gift war unlustig. Wir haben noch mal 5 Schanorbaren und 6 schwarze Diamanten. Ja! Ich habe 4 schwarze Diamanten. Yeah, wir haben sie verdoppelt. Und nochmal 3 Schanorbahnen. Und hier in der Truhe sind auch nochmal 3 schwarze Diamanten. Ich habe sie jetzt noch nicht rausgeholt, ich habe es noch drin gelassen. Und nochmal 5 Schanorbahnen. Wir haben also knapp 15 Schanorbahnen. Oder sogar 16. Sehr schön. Richtig gut. Ja. Sehr gut. Das war... Oh, hier ist aber noch irgendwo einer. Ja, ich höre hinter uns. Ja, ich komme. Wo? Ich will! Da musst du halt schneller sein. Ich komme schon.
Ey, lasst mir was übrig. Er ist tot. Hallo? Hallo, also, oh. Irgendwie mache ich immer noch nicht so viel Schaden. Selbst mit dem Speer. Ja, ich glaube, der Speer ist tatsächlich bisschen nicht mehr ganz den Gegnern entsprechend. Brauchst ein Speer des ersten Zeitalters. Na, ich würde tatsächlich danach gucken, ob es vielleicht eine andere Waffe gibt, weil der Speer halt nur punktuell funktioniert. Also selbst wenn ja. ich in der Masse von Gegnern stehe, piekst da immer nur einen an. Selbst ja, wenn ich so einen Rundumhieb damit mache, sehr merkwürdig. Also okay. ich bin einmal außen rum gelaufen, hier habe ich nichts weiter gefunden. Ja, ich sehe gerade auch nichts. Ich auch nicht. Ich ertappe jetzt hier nur gerade die Pilzopfer, weil das Holz gibt. Also das spezielle Holz halt. Mhm. Ubersamholz. Hier ist immer noch ein Loch. Oh, 163 Schaden mache ich diesen armen kleinen Pilz. Find ich gut. Wehrt sich auch nicht. Mhm. So, finde ich hier? Gut. Zinnerz, ich hole mal Zinnerz, ja. Zinn haben wir relativ wenig. Okay. Zinn und Kupfer sind so die, also wir haben noch genug da, das ist jetzt nicht so, aber wenn wir es auffüllen können, ist auch nicht schlecht. Mein normaler Schlag ist bei 45, ich mag diese Axt. Ich bin gespannt, wie die nächste wird. Diese Zweihand-Doppel-Axt? Missbrauchst du gerade deine Zweihand-Axt als, ich bin gerade sprachlos. Wieso? Ich missbrauche die nicht. Ich nutze meine Feuerrune, um Holz zu sammeln, weil effizient und so. Es wäre so lustig, wenn automatisch Kohle rauskommt. Mhm. Ich fände es gut. Das gab es in irgendeinem Spiel. Wenn es so ein bisschen fackelt. In irgendeinem Spiel konntest du mal Tiere hauen mit irgendeinem Feuergegenstand und du hast automatisch gebratenes Fleisch bekommen. Das war lustig. Stimmt, stimmt. Was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Aber also du hast auch gerade gehofft, ne? Ja. Bei Subnautica kann man mit seinem besseren Messer Fische töten und die sind dann direkt gegrillt. War das da? Kann das sein? Weil es so ein Lasermesser ist. Die Nacht bricht da rein. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe da mal jemanden lange zugeguckt, der das gespielt hat. Lumi vielleicht? Offensichtlich nicht mir. Lumi auch, aber Lumi hat diejenige dazu inspiriert, das Spiel auch zu spielen. Und ich habe derjenigen dann geschenkt und die hat sich mega gefreut. Und wir haben deine auch vorher zusammengeguckt. Doch, doch. Du bist der Das klingt gar nicht wie eine Ausrede. Nein, ich habe den ersten Teil ja auch nicht auf YouTube durchgespielt, von daher. Ja, wobei ich bei Subnautica auch das Ende gar nicht so, naja. Ich bin auf Subnautica 3 gespannt. Das wird glaube ich, was... Nein, es ist nicht angekündigt oder so. Aber weil der zweite Teil so endet, wie er endet, finde ich da... Es ist ein dritter Teil sogar angekündigt. Also aneignen. Eignen, so. Ja. Den kenne ich gar nicht so. Oh, ich aber bin voll. Hier oben ist noch ein bisschen Zinnerz, das ich nicht mitnehmen kann. Keiner mehr hinkommt, weil alle unten alles abgebuddelt haben. Ja, lass das da oben, das Zinnerz, egal. So. Nee. Ihr könnt die Plattform kaputt machen und dann fällt es runter. Ich hab's schon. Bitte schön. Das ist noch mehr. Wie Lumi sagt, macht's euch nicht so kompliziert. So. Dann, es ist übrigens Zwielicht. Wir könnten langsam wieder zurückgehen. Die Nacht ist schon hereingebrochen. Och, ich sing noch mal eine Runde. Mit meiner Frauenstimme. Oh, ich weiß gar nicht, warum schon wieder so viele unterschiedliche Stimmen hier sind. Sind wieder Orks am Eingang? Hier ist irgendwo noch ein Spawner. Ich wollte eigentlich den Kleinen erstmal platt machen. Ja, ich war physisch anwesend. Reicht doch. Du hast ihn in Schach gehalten, bis ich dazukomme. Das ist vollkommen in Ordnung. Das war auch gerade jetzt in dem großen Kampf. Du hast da oben ist, glaube ich, noch das Banner drauf. Ach, da oben. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo es ist. Aber da kommt man nicht hin, oder? Doch, es gab eine Leiter hier an der Seite. Einer dieser Seitenflüge ist eine Leiter. Genau so hätte ich das auch versucht, Karin. Ah, hier ist die Leiter. Ich weiß ja nicht, ob das ein Spawner ist, aber es ist ein Banner. Von daher wird es weggemacht, ganz einfach. Ja. Richtig so. Ich habe Plattform, aber ich schaff's nicht. Jetzt. Ah. Hallo, ich bin auch da. Schon weg. Ah, nochmal neue Orks. Unten. Yeah. Kassat. Kassat Armeo. Vielleicht aus dieser einen Gasse, die wir noch nicht. Haben wir alle Gassen durchgehabt? Nee, ich glaube nicht. Aus dieser hohle Gasse muss er kommen.
Weil das hat sich ja auf jeden Fall richtig gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen mal gucken, ob wir Schadnochbahnen herstellen können. Vielleicht ist Noch es, nicht. naja, vielleicht ist das eine Mix aus, keine Ahnung, Silber und noch irgendwas. Also in den Schmelzen habe ich nichts gefunden. Die rennen wir jetzt alle woanders lang, ja. Sind wir von hier gekommen oder ist das hier noch? Ach, das ist ein Ork. Hier, von hier kommen die. Ah. Aber es ist, wie gesagt, Nacht. Das schreckt uns. Genau, da sind wir letztes Mal, dass wir letztes Mal hier weggerannt. Genau, das ist dann der. Rennen wir nochmal. Okay, dann rennen wir jetzt wieder weg. Genau. Okay. Aber beim nächsten Mal nehmen wir die mit. Also aber warte mal. Bevor wir jetzt wieder nächstes Mal irgendwie ewig suchen, ich setze mir mal einen Kriegen auf der Karte. Es ging doch irgendwie. Kann man das nicht machen? Ah, nicht dabei sterben, bitte. Ich stehe doch hier ganz ruhig. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ja, die sind aber ziemlich blind, keine Sorge. Wie setze ich eine Markierung auf der Karte? Doppelklick, Linksklick. Ah, X Standort markieren. Und ja. Genau. Es steht unten. Markiert. Sehr schön. Wir werden es trotzdem nicht finden, aber. Es ist auch bei uns allen markiert. Nein, nicht so. Verlocken lassen. Ja. Komm mit. Ich wollte nur gucken, was es ist. Nein! Ich wollte nur gucken, was es ist. Lass ihn doch im Zweifel einfach sterben und wir beleben ihn dann nächstes Mal wieder. Moment mal, die Zwerge halten zusammen hier, nicht in den Fall. Tschüss. Ja, ja. Ah, du egal, weißt, ob ich draufgehe, ich habe das Kupfer. Ja, nein. So. Wir wollen ja nicht immer, dass der halbe Tag schon vorbei ist, wenn wir aufstehen. Zu spät. Nein, noch nicht. Ich würde auch sagen, wir legen uns direkt ins Bett und können dann morgen das Inventar sortieren, wenn wir aufs Essen warten. Ja. Gute Idee. Kann mir von mir. Hätten wir einen Plan und so. So, wir dürfen hier niemanden verlieren, weil wir wissen ja alle, hier verlaufen sich alle. Ich will jetzt nur ganz kurz die Moosbären. Ihr geht in die andere Richtung, bitte. Ach, die Moosbären kann ich nicht mitnehmen, weil mein Dings voll ist. Okay. Okay, aber dann blockier mich, dass ich sie auch nicht mitnehmen kann. Ich hab sie. Ich hab sie. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Barin. Ja, naja, wenn Lumi zu doof ist, am Zwerg außen rumzulaufen, dafür kann ich nichts. Targaryen! Targaryen, lassen wir die einfach hier zurück? Nein, wir lassen niemanden zurück. Na gut. Deine eigenen Aussagen hättest du dir überlegen sollen vorher. Aber Targaryen, die streiten sich die ganze Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir sie zurücklassen dürfen. Ah, gut. Jeder streitet sich mal. Mal, ständig, ach naja, alles eine Definitionssache. Das zeugt doch auch von Freundschaft, wenn man sich streiten kann. Ja. Hui, hui, hui. Meine Güte, was hab ich denn jetzt gerade? Mein Zwerg fällt hier gerade überall runter. Mann. Aber runterfällt so der nicht. Ist der Gummibärensaft leer? Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich sehr dankbar über das Gegengift war. Ja, ich auch. Ich muss sagen, ihr habt ja die ganze Zeit gesagt, ihr habt voll viel Schaden genommen, Rüstung kaputt. Ich hab, weiß nicht, Glück gehabt oder so. Bei mir ist echt nicht viel passiert. Oder nicht mitgekämpft, je nachdem, wie man das so sehen will. Feige, im Hintergrund hast du dich gehalten. Ich hab dich da so, genau gesehen. Da. Hast dich hingesetzt, deine Vespa-Box rausgeholt und ein bisschen was gegessen. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hab wunderbar diesen engen Durchgang gehalten und bin dann reingestürmt und hab die ganzen kleinen grünen Männchen weggemacht. Die kleinen grünen Männchen? Die grünen Männchen. Deswegen hast du also wild in der Luft herumgefuchtelt. Ich verstehe. Ja, ja. Siehst du die kleinen grünen Männchen aktuell auch irgendwo? Sind die jetzt mit mir hier im Raum? Machen die mit die Aufnahme? Ich bereite uns schon mal Essen zu. Damit wir morgen früh dann was direkt haben. Ja. Dann funktioniert ja der ursprüngliche Plan auch gar nicht. Okay. Nee, du hast recht, dann machen wir das nicht so. Nein, du kannst es ja trotzdem machen. Nein. Wir sind ja noch nicht da. Lass uns einen Plan machen. Wir bleiben zusammen und gehen geradeaus. Zwei Sekunden später. Ich bin hier links lang gegangen, da ist Kupfer. Bin da. Gut. Bin auch da. Falls noch ein Ork nachreisen will oder so. Mhm. So cool wie Targaryens Zwerg, der hat die ganze Zeit mit verschränkten Armen vor dem Bett stand. Jetzt aber langsam mal. Ja. So. Denkt auch ans Reparieren.
Oder brauchen wir für den Scharnauerbahn vielleicht eine andere Schmiede oder so? Ich glaube, wir brauchen dafür das richtige Erz eventuell auch. Vielleicht haben wir das einfach noch nicht gefunden. Was ist denn mit der Essenstruhe passiert? Warum ist die so chaotisch? Weil durch ähnliches Einlagern das Zeug immer irgendwo reinploppt. Das kann sein, dass dadurch dann, wenn nicht zwischendurch mal einer sortiert, das alles halt blä ist. Aber wir könnten ja gucken, wie viel. Wobei, nee, Scharnaubahn haben wir echt noch nicht genug, dass wir das einfach so benutzen sollten. Ich kann ja mal schauen, wie viel das kosten würde. Das kostet, nicht Erebor. Wir hatten doch schon die andere. Du musst in der großen Schmiede gucken, es geht nicht in dieser Schmiede. Aber ich habe jetzt gerade bei der Rezeptliste geguckt und da ist sie auch nicht mehr drin. Doch, 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 warte. Da musst du auch die große Schmiede anwählen, damit du sie sehen kannst. In der Kustul-Schmiede zum Beispiel die Belegos-Handschuhe, okay. Stiefel und den Kettenpanzer. Ja, genau. Sehr gut. Also es braucht... Oh ja, nee, können wir vergessen, weil der Belegos-Kettenpanzer kostet allein 4 Scharnauerbaren. Ja, wir könnten 4 Stück herstellen, wir haben 16. Dann hätten wir halt gar keine mehr. Ja. Ich überlege tatsächlich, jetzt muss ich aber auch mal gucken in der Liste, ob ich gar nicht den Kettenpanzer zuerst will. Vielleicht sagen wir, jeder sucht sich ein, kann sich ein Stück aussuchen, was er haben will. Wie sieht das aus mit Essen machen? Ist in Arbeit. Ist ja, 15 Sekunden braucht es noch. Okay, dann wie war jetzt unser Plan nochmal, den ich außerdem sabotiert hatte oder sabotieren wollte, wo alle sich beschwert haben? Dein Zeug wegräumen jetzt. Okay. Dass wir die Zeit, die das Essen kocht, zum Zeug wegräumen nutzen. Und dann wolltest du die Zeit, die das Essen zum Kochen braucht, abkürzen. Und dann wäre ja das mit dem Sortieren nicht mehr gegangen. Essen ist fertig. Wir haben 23 schwarze Diamanten jetzt aktuell drin. Ja, richtig viel. Gefüllte Pilze. Mein Lieblingsessen. Danke, Tagen. Bitteschön. Wir werden hier immer gut versorgt. Ja, ja. Außer wenn es Salat gibt, dann beschweren sich alle. Ja, weil Salat. Immer darauf achten, wenn man irgendwo verloren geht, immer einen Koch dabei haben. Ja. Wie sieht's aus? Wollen wir mal ganz kurz nochmal nach dem Hafer schauen, ob der... Ja, können wir gerne machen. Weil macht ja auch Sinn irgendwie. Das sieht aus. Das klippt ein bisschen durch. Lumi, brauch mal deine Meinung. Wollen wir eigentlich auch mal... In unserer Veranda Galender gesetzt. Aber das klippt so ein bisschen da komisch rein. Lieber wieder abreißen. Ich finde eigentlich, dass dein Galender schön ist. Ja, man kann doch sonst das Holzdings machen. Ein Holz. Haben wir kein Holzgeländer? Ich bin Zwerg. Mit Holz bauen kann ich nicht. Moment, ich würde sonst... Warte. Das auf die andere Ebene setzen. Aber ich finde einfach, da auf der Seite gehört ein Geländer hin. Stört mich doch nicht beim Ernten. Was hast du denn gerade? Geh weg, Wölfe. Achso. Mein Hafer, geht weg. Ja, Wölfe, Hafer ist nichts für euch. Das ist ungesund. Lasst es bleiben. So, was haben wir denn heute geplant? Na, wieder nach unten und auf Dinge einprügeln. Wir haben weiße Bohnen. Frühstück. Liebe Lumi, ich müsste morgen bitte ein Auenland-Frühstück. Ja, ich auch. Ich setze sie gerade an, dass wir noch mehr weiße Bohnen haben. Na gut. Okay. Na gut. Ich gehe schon mal nach unten, dass schon mal einer vorgeht. So, und ich darf jetzt hier extra dieses tolle Geländer bauen. Ja. So. Aber dann frage ich einfach nochmal, ob wir glasierte Fleischspieße machen wollen. Können wir machen. Sehr gerne. Weil wir haben über 100 Honig und über 100 Fleisch. Mehr brauchen wir nicht. Auch rein. Klingt auch sehr lecker. Genau. Ich habe jetzt erstmal 2 für jeden angesetzt. Sehr schön. Ich mag die Tür. Also ich mag die Tür hier wirklich sehr gerne. Ja. Die ist cool. Die sind sehr praktisch. Die kann man aufmachen, dann kann man durchgehen, kann man sie wieder zumachen. Ja, das kann man auch tun, genau. so.
Ah, der Hafer war jetzt noch nicht so weiter fertig, oder? Doch, ist er doch. Doch, ein bisschen habe ich abgeerntet. Man muss immer warten, bis 4 Stück da sind, damit es sich lohnt. Ah, okay, also da wachsen 4 Stück, ja? Mhm. Krass. Na, dann nutze ich die Gelegenheit nochmal. Bisschen schade, dass der Grill gar nicht brennt oder so. Naja. Also bei mir tut das. Bei mir nicht. Bei mir sind das nur glühende Kohlen und das ja, war's. Genau, glühende Kohlen. Aber was erwartest du von einem Grill? Dass er wenigstens qualmt, während da Fleischspieße glasiert werden? Ja, gut. Ja. Also. Ja, ich verstehe, was sie meint. Ich fände es auch schön, wenn man sehen könnte, dass tatsächlich da was drauf liegt oder so. Während das ist wie mit dem Fass am Rucksack. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht da ist. Es wäre aber sehr nett, wenn es da wäre. Genau, das ist ein nettes Gimmick. Warum dauert das Laden denn jetzt schon wieder so lange? Meine Güte. Und vor allem alles immer noch besser als Link in Breath of the Wild, wo er einfach das Essen in den Wok schmeißt, dann komplett chaotisch rumschmeißt und danach das Essen draußen. Ja, das ist Wokarbeit. Ja. Ich bin gleich hier da. Das Essen ist fertig, aber ich kann es nicht runternehmen. Ich kann nur noch Neues herstellen. Okay. Ach, warte, der Esstisch muss geräumt werden, steht da. Es ist hier. Ach, das ist so Essen. Alles klar. Okay, ja gut. Oh nein. Was denn? Naja, es würde jetzt verrotten. Wir sind doch schon voll. Wir essen heute Abend. Aber ich weiß nicht, ob es sich so lange hält. Das werden wir sehen. Das ist noch gut, das kann man noch essen. Gut, dann macht's aber vielleicht... Ja, naja, gut, wir wissen es jetzt ja, dann kann man drauf achten. Ich dachte, wir nehmen uns schön ein paar Fleischspieße mit. Ich esse trotzdem mal einen. Ja, es wäre eine Verschwendung, sind wenn alle 8 verderben. Sind ja 2 für alle. Völle. Das klingt nach einem guten Perk, ehrlich gesagt. Das sinkt auch nur ganz langsam. Alle Aktionen kosten eine Weile lang weniger Energie. Hm. Sag ich doch. Echt, das geht? Das hat. Okay, ach, wir müssen mehr essen. Wir müssen mehr essen. Dann will ich auch einen essen. Ich bin jetzt weg, ich esse jetzt nicht. Völlig. So, ist also gerade keiner unterwegs, ja? Nein. Nein. Dann reise ich mal. Ich habe mich hier hingestellt und kann mir jetzt einfach noch mal holen. Ich bin da rauf. So. Zu viel Energie. Ja. Jetzt, wo es keine Energie mehr kostet, willst du es direkt ausnutzen. So. Waren wir hier oben schon? Ja, wenn man weiß, wo du bist. Wenn keiner weiß, wo du bist, dann ist diese Frage vollkommen... Es war ein Selbstgespräch. Aha. Ich bin da lag auch noch Stein. Was denn? Jemand ist einfach zu ungeduldig. Garin ist gerade in mir drin aufgeploppt. Er ist gerade erst hier weggeploppt. Ist ja auch der Host, wie immer. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ja, aber du standest sein, halb in mir drin. Tat ich das ist nicht wahr auf meiner Sicht, aber gut. Hallöchen. Das ist wahr für mich aber schon. Ineinander steht. So. Genau. Sondern wir die Momente, wo irgendjemand 50 Ebenen weiter unten spawnt oder so, weil der Platz nicht mehr frei ist. Ja, wenn wäre ich ja das gewesen, weil du warst ja schon da. Ja, wobei, ist ja egal, wen es trifft. Ach, 50 Ebenen weiter unten wäre auch cool. Dann hätten wir garantiert ein paar Ressourcen, die wir so noch nicht haben. Ja, wie genau möchtest du sie zu uns bringen? Den Plan habe ich noch nicht ausgearbeitet, aber... Oh, ich bin eine Spinne. Was machst du denn hier, Spinnchen? Gabriel, denk dran, Geister können nichts tragen. Wo kommst du denn her, Spinnchen? Es wäre auch so lustig, wenn wir irgendwann irgendeine untere Ebene vorbeilaufen, nicht einen Leichnam, Gabriels Leichnam ehren. Mhm. Oh, ich habe hier auch Spinnen. Gibt Spinnen. Weg mit euch. Das ist jetzt aber ein anderer Weg, oder? Kommt die denn jetzt her? Nur Bardin ist halt komplett woanders hingelatscht. Das ist halt sein Ding. Ich hab Holz gesammelt, ich habe den richtigen Weg nicht gefunden. Oder euch finde ich den Weg ja nicht. Ja, und jetzt findest du wahrscheinlich den Weg zurück nicht mehr. Warum nicht? Da lang, da lang, da lang. Ich finde es eher, dass mein Inventar voll ist.
Ja, genau. Was für eine Aktion. Also, naja, egal. Aber da waren Moosbeeren. Das kaputt machen lohnt sich doch nicht. Das muss ich Moosbeeren sind immer. natürlich ein Argument. Und solange Badi noch nicht da ist, müssen wir ja eh warten. Ach so? Müsst ihr nicht, ich Ja. komme hinterher, geht mal. Ja, hier ist ein Ork. Wieso spawnen hier immer wieder Orks? Ist hier Damit wir irgendwo noch was ein zu tun Spawner? haben. Ach, süß. Was ist denn, da Ach, bin da ich hinten ist schon. noch ein Spawner, Da oder? hinten, ja, da Ach, hinten ist da? ein Banner, deswegen. Das habe ich. Aber ganz in der Ecke, ey. Das war aber jetzt nicht nett. Wollt's mal gucken, wie die Zelle aussieht, wenn man drin ist? Ja. Ich hab kurzzeitig, ob ich sie kaputt mache, aber da ist mir so, ah, ne. Wir sind jetzt übrigens alle da, also die Ausrede, wir warten auf Barlin mit dem Kaputtmachen, gilt nicht mehr. Hier ist schon wieder ein Ork. Was? Wo denn? Ich höre ihn auf jeden Fall. Mir fallen jetzt erst diese riesigen Statuen auf. Die sehen ja mega aus. Ja, mit dem Hammer. Deswegen wollte ich ja den Raum eigentlich Boah. frei machen. Ja, dann los. Aber nö, Lumi sagt ja nö, 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 nö. Wir Nicht ich sag das, die Entwickler sagen das, weil morgen gibt's ein Update oder so. Erzähl Dann doch kannst keinen du das alles Schwachsinn. nochmal machen. Wir müssen doch erstmal So. rausfinden, wo die Orks herkommen, sonst überfallen sie uns ja ständig, wenn wir aufräumen wollen. Ja. Und, liebe Zuschauer, natürlich gibt es morgen kein Update, falls sich jetzt irgendjemand das für wahre Benutzer genommen hat. Das war jetzt doch auch nur so gesagt, dass wie sinnlos es ist, das überhaupt aufzuräumen, weil es jederzeit ein Update geben könnte. Lasst Kommt ihr uns alle damit? in verschiedene Richtungen. Es ist Ja. jeder Zwerg in eine andere Richtung gelaufen. Ja, also, was ist denn los jetzt gerade? Verwirrung. Ist So. doch nicht wahr, aber konsequent drei Wege, drei Ja, Zwerge. ich bin auch extra dahin gelaufen, um zu gucken, ob das ein Weg ist, wo es weitergeht. Ja, wir haben doch gesagt, Wir dass wir hatten doch jetzt einen machen Plan, dass wir wollen. hier weitergehen. Wir wollten doch die jetzt hier fertig machen, wo wir letztes Mal getürmt sind. Die letzten Male. Oh, Fledermausdung. Mein Oh, Inventar ist voll. vergiftet. Bleibt immer stehen. Wie oft steht denn der wieder auf? Jetzt nicht mehr. Einen schwarzen Diamanten hat er aber gedroppt. Ui, sehr schön. Ja! Ihr müsst nicht warten, bis er fertig ist mit dem auf euch zeigen und so. Doch, das ist höflich. Ich habe die Barrikade gehauen. Aua. Manchmal hat mein Zwerg aber auch so eine leicht verzögerte Reaktion. So, jetzt hier, komm. Hammer auf den Kopf. Geh Kopfschmerzen. schlafen. Geh schlafen. Oh. Ja, So. Meine Güte, da hinten sind doch schon wieder welche. Sind noch zwei. Ich bin der Zahnarzt, gib mir deine Zähne. Zwei schwarze Diamanten. Nice. Sehr Mega. schön. Sehr schön, okay. So. Okay, hier ist nur was zum Lumi kennt Abbauen. keine Gnade. Da hinten ist eine Kiste. Zwergenleichnam. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Oder sind wir von hier Heldenhand? gekommen? Ich bin verwirrt. Von da sind wir gekommen. Okay. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Da kann man nicht Also, naja, nee, nicht wirklich, weil der laut Map geht's hier ja generell nicht mehr weiter. Ja, dann können wir ja mal gucken, was dahinter ist. Wenn es hier nicht weitergeht, können wir ja gucken. Auf jeden Fall geht es tiefer nach unten. Überraschung! Ah, hallo! Okay, hier ist Kupfererz. Das könnten wir mitnehmen. Ich beherrsche mich jetzt erstmal. Das Banner haben wir. Oh, hier ist eine Kiste. Kiste. Die ist leer, die ist schon geplündert. Die ist leer? Nein. Ja, da hatte ich die zwei schwarzen Diamanten Ach so. rausgenommen. Ja, Ah, die ist klar. leer. Okay. Ja, ich hab auf mein Inventar geguckt, als ich in der Kiste war. War irgendwie nicht richtig. Ich dachte, die ist knallvoll. Hier ist noch ein Zwerg, den man ehren könnte. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt.
So. Nee, doch nicht. Ich habe ihn geehrt, aber ich glaube, ich kann das Helmband nicht aufnehmen. Weil ich habe schon eins im Inventar. Ich habe es gerade genommen, aber... Okay. Ach, hast du schon, okay. Ja, aber den Zwerg hier hinter, auf der anderen Seite. Da muss man sich wahrscheinlich durchbuddeln, wenn man hier gräbt. Oh, ich mache hier zwei Schaden bei. Naja. Was soll's. So. Oh Gott, ist das verschachtelt? Nee, ja, geht's leider nicht jetzt schon wieder. Okay. Schade. Das hätte ich cool gefunden. Ja. Ich bin drin. Okay. Wie hast du das gemacht? Ja, was ist die einfachste Möglichkeit, durch ein Gitter zu kommen? Durchgeprügelt? Ja. Hier ist wieder ein Heldenband, ich kann es nur nicht aufnehmen. Okay, ich bin anscheinend wieder zum Eingang zurück. Oh Gott. Was mir übrigens aufgefallen ist, als ich das Gitter verprügelt habe, je mehr das Gitter kaputt gegangen ist, desto weißer wurde es. Das heißt, die Plattform, die wir letztes Mal gesehen haben, mit diesem Schimmel drauf, ich glaube, die waren einfach schon irgendwie ein bisschen kaputt. Das kann die haben wir sein. Ja dann neu platziert. Ja gut, aber kann sein, dass die irgendwie aus den Schaden gekommen haben. Das könnte das eventuell erklären. Deswegen repariere ich ja aber auch die ganze Zeit alles Mögliche, weil dann sehen alle Sachen wieder schön aus. So, na dann gehen wir mal Tagen. Ach, da Tagen ist doch da. Gut, wollte gerade sagen, sonst holen wir dich ab. So. Hier sind wir ja durch. Hier ist nur Kupfer. Kupfer haben wir eigentlich genug, ne? Oder? Ach, wir haben halt Kupfer da, wir müssen uns jetzt nicht zwanghaft holen. Okay. Okay, mehr Kupfer. Schön im Einklang. Ja. Hier ist auch noch mal Zinnerz. If a dragon swept through Khazad Dûm, a terrible day'd have she. Oben hängt noch ein kupferbarer Drachen. Karin, warte, Karin. Ja, was? Hängt doch ein Kupferstück hängt da noch, bitte. Ja, warte. Danke. Da hängen sogar noch drei Stück. Ja, okay. Dann hat es sich ja gelohnt. Ja. Nein, das war jetzt wieder das Lied, wo sie dann angefangen haben zu singen und A terrible day have G. Ich hatte das richtig, also ich hatte eine normale Strophe. Okay. So singe ich jedes Lied. Jetzt bauen wir also doch alles ab. Auch wenn wir schon hier unten sind. Den Erzmeister freut's. So. Abenddämmerung und Orks. Was? Aber wir haben doch den Spawner weggeräumt. Ja, aber vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch einer. Ist das nicht das, wo wir hergekommen sind? Ja. Also irgendwo ist hier auf jeden Fall noch ein Spawner. Oder wir gehen jetzt erstmal zurück, oder? Ja. Ja, es ist Abenddämmerung. Ich würde auch sagen, wir haben alles geholt, was es da zu holen ja, war. Ja, glaube ich auch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben den Boss besiegt. Den Chef im Lager. Und haben jetzt gerade jede Ecke angeguckt. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Eingang, der nach oben geht, weiß nicht, ob wir den schon uns genau angeguckt haben. Ich muss sagen, also so leicht wie der Boss dann am Ende doch besiegt war. Das ist der Haupteingang. Ja, ist richtig. Hier gehen wir zurück. Ja, ich meinte jetzt den anderen Gang, die wir... Wo so ihr euch aufgeteilt habt. Ja, genau. So, ich muss mal jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Spawner ist, weil... Nee, aber hier ist nichts weiter. Ne? Keine Ahnung. Vielleicht kommen sie von woanders her und treffen sich hier bei der Base? Das kann auch sein. Was denn, Lumi? Gerade geruckelt. Ja, bei mir. Da wollte ich dann lieber nochmal zurückgehen und entspannt hier rüberspringen.
damit ich auch keinen von euch runterwerfe. Macht Sinn. Ich hole mal Moosbeeren. Die wachsen gut schnell nach, ne? Hier zum Hafer. War die in falsche Richtung? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Warum läuft denn keiner mit? Ja. Ich dachte, du hast vielleicht noch Moosbeeren gesehen. Nein, nein, das war einfach nur falsch gelaufen. Was habt ihr denn alle mit eurer Orientierung? Es sieht ja alles gleich aus. Nein, tut's nicht. Alles ist aus Stein. Irgendwo sind Pilze. Ja. Yeah. Ich habe mir gemerkt, bei den Pilzen muss ich links. Aber welche Pilze? Solange sie keiner abbaut, ist das ja gut. Container hat's verstanden. Sehr gut. Ja, ich, ja. Sag mal, Badin, schlummert in dir vielleicht doch einen Elb oder so? Wow. Ich frag nur für einen Freund. Der Freund, der möchte, glaube ich, mal Bekanntschaft mit meinem Hammer machen. Aha. Ich kann die Frage verstehen, wenn sich ein Zwerg im Gestein nicht an den Steinen orientiert, sondern an den Pflanzen, die da wachsen. Das ist schon mysteriös. Pilze sind keine Pflanzen. Naja. An den Lebewesen, nein, die da wachsen. Das ist okay. Lebewesen, die da wachsen, klingt aber auch nicht richtig. Aber es ist Pflanzen und Pilze auf jeden Fall. So. Oh Gott, könnt ihr ganz kurz warten? Ihr lauft so weit vor, dass es mir zu dunkel ist. Tja. Ich komme mir die Klippe nicht hoch. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt und das Essen ist tatsächlich. Das Essen ist tatsächlich schon verdorben gewesen. Ja, oh, nee. Das habe ich mir gedacht. Ja. Aber jetzt wissen wir, dass der Grill auch direkt auf den Esstisch gefüllt. Aber wir wollten ja morgen Auenland-Frühstück haben. Aber weiße Bohnen haben wir nicht. Weil ich sie wieder angepflanzt habe. Ja. Ist ja gar kein Thema. Dann gibt es aber morgen einen Topf mit Braten. Davon haben wir alles. Zum Frühstück. Ja. Finde ich gut. So. Ist schon mal angesetzt. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen Hafer wieder in die Truhe packen. Es ist Nacht, gehen wir gleich schlafen und packen dann weg. Können wir machen. Das wollte Lumi, glaube ich, auch gerade sagen. Aber ich bin ja schon da und ihr kommt ja alle erst noch. Von wir warten auf Targaryen. Wir sind alle schon da außer Targaryen. Ich bin noch im Badescreen. Jetzt bin ich da. Auch gleich da. Aber ist, war das nicht gerade der zweite Tag? Bin ich jetzt verwirrt? Das war der zweite Tag, nee, du hast du vollkommen deswegen recht. Bin ich so irritiert, dass ihr von morgen redet und was ihr alle vorhabt. Nein, das war nicht der zweite Tag. Ja, das war der zweite Tag tatsächlich. Nee, das war aber nicht. Wir haben keinen Hafer für Bier. So. Ich bin verwirrt, ich mache einfach, was ihr sagt. So. So. Wir haben 24 schwarze Diamanten. Das ist sehr schön. Gut, dann heißt es ins Bett und danke fürs Zuschauen. Lasst der Folge einen Daumen nach oben da, falls ihr es nicht schon getan haben solltet. Wenn nicht, dann schämt euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bye, bye. Tschüss.